So, da sind wir wieder zurück zu The Mass Effect. Hübsche Waffen, aber nicht sterben. Es waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Richtig hart getarnt. No one can see me, Junge. Shepard ist doch eigentlich John Cena. Miranda? Gute Nacht. Setze Verbrennungstech ein. So. Sag ich doch. Ich bin ein biotischer Gott. Dir genug. Feinde! Die ist schon mal tot. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Die Türme sind schwer bewacht und wenn Sie sich dem Penthouse nähern, werden Sie auf mehr Widerstand stoßen. Ja, immer ja. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Wenn die richtig stehen, können die auch schön durch die, durch die Fenster schießen. Oder werfen, schießen nicht. Ach, das ist alles jetzt blöd gelaufen. Die habe ich getroffen. Mann, manchmal ist das mit dem... Manchmal geht das so schnell, manchmal geht das ein bisschen langsam. Mehr Max, ey. Alter, hä, als ob das... Ach, komm, als ob das da durchging. Wo sind die anderen alle? Also da hinten ist noch ein Max. Einmal wieder vorbeigeschossen, super. Hä, als ob der nicht drauf war. Ich bin's, Shepard. Ja, dann geht doch einfach mal weg. Da. Scheiße, wieder rüber. Hilfe. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich um. Das ist halt vor der dicken Move, aber. Wie wäre es mit Auf Wiedersehen? Oh, die jetzt hier schön runterschmettern, du. Mach ich mal. Tschüss. So, dann kannst du mal schmettern. Macht jetzt nicht viel, aber okay. So. Alle Credits der Welt lösen dieses Problem nicht, Nassana. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Wer? Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ja, das würde mir gefallen. Sie waren noch nie egoistisch. Sie haben schlimmstenfalls immer zu viel an die Flotte und zu wenig an sich selbst gedacht. Das mag für Menschen gelten, aber Quarianer sind anders. Sie verdienen es, mit jemandem glücklich zu sein. Ich bin nicht die Richtige. Egal wie sehr ich könnte krank werden, die Mission gefährden. Und wenn du gar nichts gefährden würdest? Wenn es nur um mich ginge?
Du hast vor 2 Jahren dein eigenes Leben riskiert, um die Kolonisten auf Pharos zu... Romantik. Niemand außer dir hätte sie retten können. Ich... Tali, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber ich will niemand anderen. Ich will dich. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Es war ein überaus angenehmes Gespräch, Elias. Danke für Ihre Hilfe. Es ist noch nicht vorbei. Gut gemacht. Moment. Sie haben bekommen, was Sie wollten. Wer hat mich verraten? Na, dann haben Sie doch wenigstens was zum Grübeln, solange Sie hier drin sind, nicht wahr? Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe. Was zum Teufel? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Na klar. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie, wer sind Sie? Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Jetzt kann ich sogar sie töten. Morinth kommt dafür ins Team und keiner merkt, weil sie sich verkleidet. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Sehr gut. Der ist doof. Der ist richtig doof. Hast du so lange noch wach gelegen oder was? Weil ich, keine Ahnung, wann warst denn du in die 10 nicht mehr auf? 10, 11? Das ist krank. Aber gut, kenne ich halt auch, ne? Wünscht man auch Time eigentlich. Wir sind Freunde. Sie haben es geschafft. Na klar. Sie haben die Verbindung zum Satelliten gekappt. Ach, dann nochmal Glück gehabt. Ich hätte es fast erschossen, ne? Bin ganz ehrlich. Sie machen wohl Witze. Bewegung! Gleich gibt das ganze Ding. Also wenn ich eine Verbindung habe, dann ziehe ich ein Kabel irgendwo raus. Ich finde, das sieht so gut aus, ne? Hier drüben! Also die DLCs haben schon echt knackige Bosskämpfe. Juhu! Shepard goes digital. Na klar, es ist ein Souls-like. Hallo, wer behauptet was anderes? Also... Ich finde ja auch, ACC und so sind eigentlich auch Souls-like-Spieler. Versuche, Verbindung zum Hochland herzustellen. Nee. I don't will that. Please, letten Sie das in Ruhe. Der ist aber schon kurz, ne, vom Einlochen. Muss ich aber auch mal ganz ernst sagen. Was geht hier vor?
ein Spekter. Na klar. Machen wir direkt mal. Ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Ja, na dann. Setz dich auf die Waffe. Dann mach ich doch noch einen, ist mir doch egal. Hier. Zack. Schweres Feuer. Ist das Sekat? Muss es wohl. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Liara. Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Und Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Ist das alles? Was? Was hier? Ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Wie wär's damit? Nee, das ist nicht scheiße. Das möchte ich nicht. So, jetzt geht's mir ein bisschen an die Panzerung hier. So, gut. So, einmal den hier. Setze Biotik ein. Augen abdecken. Munition. Aber nur ein Munition. Ich brauche aber... Weiß nicht, drei Munition oder sowas. Oder vier oder fünf. 38. Ich glaube, voll in Schwarze. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? 2-3, ne? Scheiße, ich hab keinen Bock auf die alle. Okay, wir machen das anders. Wie viele Feinde wollen sie haben? Okay, sie kriegen alle.
Wollen sie nicht? Ich glaube. Könnte meinen, das sind viele Gegner. Bei mir! Renne! Und renne den Shepard! So. Warten Sie, Shepard! Cerberus hätte den Geth bestimmt gern zu Studienzwecken. Gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Nö, kann man nicht. Toller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, Scheiße! Ich muss noch mal mit Legion sprechen. Wir verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Fuck! Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Jetzt kommt Jokers großer Moment. Scheiße, scheiße, scheiße. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig. So fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter mir führt zum Maschinendeck. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, Scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Das stimmt, ja. Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Also,
Ich habe ein paar Antibiotika und homöopathische Sachen genommen, um mein Immunsystem zu stärken. Ich wollte Musik mitbringen, wusste aber nicht, was dir gefällt. Und jetzt plappere ich wie eine Idiotin. Es ist okay. Komm her. Ich will nur nicht, dass es soll klappen. Ich hab's durchdacht, hab die Risiken minimiert, aber nervös bin ich trotzdem. Und dann rede ich immer zu viel. Ein Schutzmechanismus. Und es ist dumm. Und Leuten, die nur den Helm sehen, aber nicht meinen Gesichtsausdruck, muss ich doch verdeutlichen, was ich empfinde. Man sieht immer nichts.